Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Schröer von Hit Dice und ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu meiner neuen Serie Die Helden in D&D. Ja, worum soll es gehen? Ich habe in der Zeit, als ich mit meiner Band unfassbar viel auf Tour war, natürlich keine Rollenspielgruppe mehr haben können. Es gab keine Leute mehr, die sich ständig vertrösten lassen wollten. Ich wollte das auch nicht, dass Leute ständig vertröstet werden. Ich habe dann dieses Hobby erstmal ad acta gelegt, leider, und brauchte unbedingt eine Ersatzbefriedigung. Und die sah so aus, dass ich mir die ganzen TSR-Romane alle geschnappt habe und alles, was ich kriegen konnte, durchgelesen habe. Da sind so wunderbare Sachen dabei wie Douglas Niles, die Munchi-Trilogie oder Era Salvatore. Habe ich viel von gelesen. Da gibt es Clerics Quintet oder Icewind Dale, Saga. Es gibt auch noch jede Menge andere Sachen. Curse of the Azkabonds, Brotherhood of the Griffin. Teilweise einzelne Bücher, teilweise Trilogien. Und ich habe das in der Zeit alles verschlungen. Ja, worum soll es heute gehen? Heute möchte ich auf der einen Seite einen Helden vorstellen, aber ich möchte euch auch eine Geschichte vorstellen. Und zwar so, dass ihr das vielleicht in euren Rollenspielen nutzen könnt. Entweder die Idee für die Geschichte oder die Idee, um euren Charakter zu entwickeln. So anhand so einer Vorlage dessen, was da vielleicht gemacht wurde oder welche Gedanken dahinter stecken. Und ich finde die Idee ganz spannend, mir Leute auszusuchen, die schon eine Geschichte haben und zu überlegen, was steckt dahinter und welche Überlegungen steckt dahinter oder was gefällt mir und wie kriege ich das in mein eigenes Rollenspiel rein. Dafür sind wir heute hier, dafür bin ich hier und ich hoffe, es gefällt euch, ich bin gespannt. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist The Crystal Shard aus der Icewind-Trilogie von R.A. Salvatore. Die Trilogie besteht aus den Büchern The Crystal Shard, der zersprungene Kristall, auf Deutsch glaube ich. Ich habe die Bücher alle auf Englisch gelesen, weil die dann schneller rauskamen und tatsächlich sind einige deutsche Bücher gekürzt worden. Dann der zweite Band hieß Streams of Silver. Und der dritte Band hieß The Halfling's Gem, der Edelstein des Halblings und das davor die silbernen Flüsse, glaube ich. Das ist eigentlich meine absolute Lieblingstrilogie und deswegen fange ich an, euch darüber zu erzählen. Fangen wir beim Buch an. Worum geht es im Buch? Es sind zunächst kleinere Geschichten, die parallel laufen und nachher alle aufeinandertreffen, wie das in vielen guten Büchern so der Fall ist. Hier ist es so, dass es anfängt mit einem Barbarenangriff auf 10 Städte. Und dieser wird vorhergesehen, nicht durch Magie, sondern durch Ausspähen von dem Ranger Drist Do'Urden und sein Freund Regis, der der Sprecher von Lonelywood ist. Der schafft es, Leute zu überzeugen, dass es diesen Angriff wirklich geben wird. Und die bereiten sich vor und schlagen die Barbaren in die Flucht. Viele Barbaren werden getötet, aber einen findet der Zwergenkönig Brunor, der auch ein Teil dieser Gruppe ist, mehr tot als lebendig auf dem Schlachtfeld, pappelt ihn auf und nimmt ihn in Gefangenschaft. Wobei das eigentlich nur ein Vorwand ist, denn er findet irgendwas in diesem kleinen Barbaren oder diesem jungen Barbaren, klein ist er nicht. Und möchte, glaube ich, hat den Wunsch, den zu entwickeln, auch wenn er sich das selbst und den Barbaren selbst, Wulfgar selbst, nicht erzählen würde. Das dauert so einige Zeit. Währenddessen kommen Magier aus Luskan, aus der Stadt nördlich von Waterdeep, nach Icewind Dale, um ihre Geschäfte zu tätigen. Und ein Teil der Geschäfte ist, dass Mordkai the Red umgebracht werden soll, weil er von seinen Konkurrenten gerne nicht mehr gesehen wird. Und sie schaffen es tatsächlich, seinen geltungssüchtigen Lehrling Aka Kessel zu gewinnen, diesen aus dem Weg zu schaffen.
Ein heimlicher Dolchstoß besiegelt das Schicksal von Morcar the Red und A.K. Kessel hofft nun auf hohen Ruhm, hohes Ansehen bei den Magiern von Luskan, aber da er selbst eigentlich eine ziemliche Flachpfeife ist und magisch so fast gar nichts außer mal einen verbrannten Fingernagel auf die Kette kriegt, schmeißen die ihn einfach ein Schneeloch und damit er da stirbt. Er stirbt allerdings nicht, denn irgendwann spürt er irgendwas, was Wärme ausstrahlt und er greift danach und hat eine Scherbe, einen Kristallstab in der Hand. Und das ist Crunchinibun, ein altes Artefakt. Mit diesem erlangt er große Macht über Goblin, Ork, Trolle und andere Horden, Giganten, zum Schluss sogar einen Dämon dabei, den er als General einsetzt. Und greift 10 Städte an. Wie das ausgeht und wie die Geschichte genau weitergeht, lest sie euch bitte durch. Sie ist wirklich großartig. Ich mag sie sehr gerne. Es gibt tolle Kampfszenen. Es gibt auch tolle Gespräche. Und damit sind wir gleich beim nächsten Thema, bei der Hauptfigur Drizzt Do'Urden. Drizzt ist eigentlich ja, ein Ranger in dieser Geschichte. Nachher wurden noch 3 Bücher veröffentlicht, wo klar wurde, dass er ursprünglich ein Kämpfer war. Also die 3 Bücher beschäftigen sich mit der Vorgeschichte von Drizzt und spielen in Zeiten, die vorher sind, sind aber tatsächlich danach veröffentlicht worden erst. Also er ist ein Waldläufer, ein Ranger und ja, er ist ein ja, eher ruhiger, introvertierter Typ die meiste Zeit. Er spricht nicht so viel, bleibt gerne im Schatten, weil er ein Schwarzelf ist, von Menschen oft misstrauisch betrachtet wird. Und zumindest war es damals so im Spielsystem, dass dunkle Elfen auch generell als böse galten. Und er war die große Ausnahme. Da hat sich ja jetzt einiges in der Welt geändert. Aber damals war es so, und das machte auch einen Teil der Spannung in der Geschichte aus, dass er immer ja eigentlich ein ganz guter ist, und aber immer so mit Misstrauen betrachtet wird, weil sein Volk, die Dunkelelfen, so eine verlogene, verräterische Rolle sind zu dem Zeitpunkt. Ja, was erfahren wir von Drizzt? Es gibt oft am Kapitelanfang so ein paar Insights, wie so ein Tagebucheintrag, wo er seine Gedanken an die Welt mitteilt. Das ist ganz spannend, das gibt dem Charakter irgendwie Tiefe und man kann das auch ganz gut, was er so denkt, aus den Geschichten nachvollziehen, was sehr schön ist. Also ich mag solche Charaktere auch, die so ein bisschen Tiefe haben und zumindest wenn ich mal ein bisschen länger spiele. Und das ist dort sehr schön. Man kriegt aber auf der anderen Seite mit, dass er im Kampf absolut rücksichtslos ist. Nicht nur, ja, vielleicht auch wagemutig, also auch mit sich selbst rücksichtslos und seinen Kollegen. Aber auch seinen Gegnern lässt er eigentlich keine Chance, wenn er kann. Und er nutzt seine Fähigkeiten, nutzt er oft anders, als man so erwartet. Das finde ich auch ausgesprochen schön. Zum Beispiel gibt es im 2. Band, Streams of Silver, mal eine Stelle, wo er mit seinen Freunden durchs Moor rennt, verfolgt von Trollen, und dann steht plötzlich eine Mauer von Trollen vor ihm. Und er sagt nur seinem Freund, der die anderen beiden, die schon total erschöpft sind und nicht mehr laufen können, der trägt die und sagt, renn weiter. Und er macht plötzlich auf den magische Flammen und die, ja, also Fairy Fire, Feenfeuer, macht eigentlich keinen Flammenschaden, aber das überrascht die Trolle so, dass sie zurückweichen und die Lücke frei wird und die beiden letztendlich in die Freiheit fliehen können, obwohl sie schon total am Ende sind. 2 und 3 Trefferpunkte. Und sowas bekommt man öfter mit. Er nutzt diverse Schwarzelfenfähigkeiten wie Dunkelheit, Feenfeuer und sowas. Hat aber auch nicht mehr alle. Irgendwelche haben sich verabschiedet. Und so im Laufe der Zeit bekommt man auch mit, dass die Fähigkeiten, die er noch hat von früher, inzwischen aber von seiner Göttin Mirliki übernommen werden. Ja, was ist noch spannend? Wen haben wir noch in der Geschichte? Es gibt noch Bruno den Zwerg, den Zwergenkönig der Zwerge von Eiswindtal, dessen Rolle in der 2. Folge Streams of Silver deutlich größer wird.
Es gibt den von ihm aufgezogenen Barbar, Wulfgar, mit seinem magischen Hammer. Auch eine sehr schöne Figur, die so ein bisschen auf der einen Seite für einen Barbaren sehr, sehr weltoffen ist, aber trotzdem noch mit seinem Background als Barbar, diesem Abergläubischen, zu kämpfen hat. Der unfassbar stark ist, aber auch sein Herz an der richtigen Stelle hat und auch sein Verstand an der richtigen Stelle hat. Es gibt den Halblingsdieb Regis oder Regis, je nachdem, wie ihr es lest, auf Englisch oder auf Deutsch, der eigentlich immer so, ja, so ein bisschen nichtsnutzig erscheint, aber im richtigen Moment dann da ist. Auch der, ja, vielleicht wirkt er oft feige, aber im entscheidenden Moment ist er immer für seine Freunde da. Und es gibt, ab der zweiten Geschichte fängt sie auch, steigt sie auch stärker ein, Catty Bree, das ist die Adoptivtochter, eine Menschenfrau, fast noch ein Mädchen, die, wie gesagt, ab der zweiten Folge der Trilogie auch eine größere Rolle spielt und die eine Kämpferin ist. Also eine ganz normale Heldentruppe, keine großartigen Magier dabei. Wir haben jetzt einen Ranger, einen Dieb, einen Barbaren und zwei Kämpfer. Also relativ, ja, unmagische Truppe. Und die ziehen durch die Gegend und müssen irgendwie gucken, dass sie alles hinkriegen. Was teilweise wirklich wunderbare Geschichten sind, die sie in die Vergangenheit führen, insofern, dass die Vergangenheit sie einholt an einigen Stellen. Es gibt, glaube ich, inzwischen so um die 30 Bände von der Schwarzelf-Trilogie. Sind nicht alle hervorragend, aber viele sind wirklich toll. Und die drei, die ich euch gerade empfohlen habe, sind meine absoluten Favoriten. Schaut sie euch an. Was kann man noch lernen übers Rollenspiel oder zum Rollenspiel? Mir gefällt, dass der so eine gewisse Tiefe hat. Mir gefällt, dass der, obwohl er ja eher in sich gekehrt ist, eine wichtige Rolle hat und weiß, was zu tun ist. Mir gefällt, dass die Party sich auch öfter mal aufsplittet, dass jeder seine Angelegenheiten erledigen muss, dass die alle noch ein Leben außerhalb der Abenteuer haben, was ich wirklich ganz schön finde, weil es die Charaktere auch wieder tiefer macht. Das heißt, es würden vielleicht mal zwischendurch ein paar Solos gespielt werden, was ich wirklich toll finde, die Idee. Ja, zu den Fähigkeiten von Drizzt. Er hat eine sehr hohe Geschicklichkeit. Nach AD&D 2 ist das 20. Eine gute Konstitution. Er ist etwas stärker als normal, also drahtig halt. Nicht besonders groß. Besonderes Merkmal sind seine lavendelfarbenen Augen. Also, wobei die meisten Dunkelelfen im Dunkeln zumindest rote Augen haben. Seine sind so lavendelfarben, so lila oder so ein blau-lila. Und was kann man noch über ihn sagen? Er ist ziemlich intelligent. Im ersten oder zweiten Band davor, der Vorgeschichte, wird auch gesagt, dass er gut hätte Magier werden können, hat sein Ausbilder mal gesagt. Aber das war halt nicht seins. Er kämpft mit zwei Scimitaren, zwei krummen Säbeln. Und man merkt eigentlich kaum einen Unterschied zwischen beiden Händen, weil er sehr, ja, sehr gut gleichzeitig agieren kann mit beiden Händen. Man merkt oft, wie es uns auch so geht, dass der Charakter mal an sich zweifelt. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch kennt, aber ich habe das oft so, dass ich so über bestimmte Sachen, die ich denke, je älter ich werde, auch noch mal neu nachdenke, die noch mal überdenke. Da fällt mir ein Buch zu ein, wo das auch so ist, was ich auch sehr mag. Das ist Musashi von Eiji Yoshikawa über einen japanischen Kriegsheld. Auch sehr, sehr coole Geschichte, nicht aus dem Fantasy-Bereich, sondern ja, so halb biografisch geschrieben. Der entwickelt sich auch immer weiter und ändert seine Glaubenssätze immer ab oder verfeinert die. Das finde ich hier bei Drizzt ist das auch der Fall. Das mag ich sehr gerne, dass er sich weiterentwickelt. Man hat manchmal sogar den Eindruck, dass man sofort ja, so ein Levelaufstieg, so ein Stufenaufstieg, dass man den mitbekommt an der Art, wie er sich verändert und dass das nicht einfach eine Fähigkeit ist, die er dazu bekommt und feststellt, oh, ich kann ja plötzlich das, sondern
Es ist so eine tiefere Weisheit, die in sein Leben einzieht, weil er plötzlich merkt, ah ja, okay, ich kann darüber auch so und so denken. Und das finde ich ausgesprochen gut. Und ich muss, glaube ich, mal versuchen, das selbst an einem Charakter so nach einem Stufenaufstieg mal, ja, mal zu zeigen. Oder vielleicht nicht bei jedem, aber so, dass man das mal mitbekommt, dass er einfach mehr Weisheit oder mehr Lebenserfahrung bekommt. Weil Erfahrungspunkte sind zwar immer Stufenaufstiege, aber eigentlich ist es ja auch mehr Lebenserfahrung. Man kann zwar auch besser kämpfen, aber man kann auch andere Sachen besser. AD&D 2 gibt es ja Proficiencies und sowas, also die steigen auch damit. Ganz spannend. In D&D 5 hat er noch ein paar Stufen Mönch dazu bekommen zum Schluss, also Waldläufer und Mönch. Und in der Vorgeschichte allerdings ist er ein sehr hoher Kämpfer, hochstufiger Kämpfer. Ich glaube, er wird mit Stufe 16 oder 14 oder sowas angegeben. Also ziemlich gut. Lässt das aber zurück, um Ranger zu sein, weil das so sein wahres Ich bleibt. Aber manchmal fällt er noch in diese dunkle Gestalt. So ein bisschen Jekyll und Hyde-mäßig ist das manchmal. Das macht mit ihm auch was Dunkles. Also in diesen Momenten verwandelt er sich so zurück in irgendwas Urtümlicheres. Das hat ihm damals geholfen, in der Dunkelwelt zu überleben. Und das ist schon ziemlich spannend, finde ich, wie das gemacht ist. Also, ihr kriegt mit, ich bin großer Fan, ich kann es sehr empfehlen. Was kann man über die anderen sagen? Auch der Zwergenkönig hat eine spannende Vergangenheit, wie man mitbekommt, im zweiten Band hauptsächlich oder vielleicht schon am Ende des ersten Bandes wird es so angedeutet. Der Halbling hat auch eine Vergangenheit, die ihn auch wieder einholt, die auch im zweiten Band dazukommt. Und die beiden jüngeren Charaktere vom Lebensalter haben natürlich noch nicht so viel Vergangenheit, aber auch von da kommen, gerade von Katy Bree, kommen oft gute Gedanken und sie dient so ein bisschen dem Drizzt auch als zum Gedankenaustausch. Die haben oft intensive Gespräche und das ist auch sehr, sehr cool. Ich mag das mit meinen Charakteren auch, wenn mein Charakter mit einem aus der Gruppe ins Gespräch kommt und ich sage jetzt mal, es ein bisschen philosophisch wird. Und ich mag es auch, wenn das mal laufen gelassen wird. Ich versuche es auch immer nicht zu übertreiben, damit es nicht für die anderen langweilig wird. Aber das finde ich schon eine coole Sache. Das nächste Mal werde ich, glaube ich, mit diesem Band weitermachen. Es gibt einen Bösewicht, der auftaucht. Den möchte ich euch noch nicht genauer verraten, aber den finde ich sehr spannend. Ich glaube, ich mache die nächste Geschichte über den. Also vielleicht schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt, die Helden in Dungeons & Dragons. Bis dahin, macht's gut, euer Martin. Ciao.